Hallo zusammen, heute stellen wir euch eine wirklich besondere Kamera vor. Eine Kamera, die sich in keine Kategorie zwängen lässt. Eine Kamera, die auf den ersten Blick alles kann und auf den zweiten Blick sogar noch etwas mehr. Die Insta360 Go 3. So, los geht's. Eines muss man zugeben, Kameravorstellungen sind auf unserem Kanal eher Randerscheinung. Wenn wir Videos zu Kameras machen, werden die bedeutend weniger angeklickt als Reisevideos oder Videos zu Wohnmobilthemen. Und deswegen hatten wir eigentlich beschlossen, zumindest heuer mal keine Kameravorstellungen zu machen, weil die doch sehr zeitaufwendig sind und uns dann am Ende wenig bringen. Ja, und dann geht Insta360 her und bringt die Go 3 raus und die war so spannend, dass wir einfach nicht dran vorbeikamen. Der kurze Disclaimer vorweg, die Kamera wurde uns zur Verfügung gestellt. Wie immer haben wir aber keinerlei Vorgaben dazu, was wir im Video sagen sollen und stellen euch einfach die Kamera vor, so wie wir es jetzt die letzten zwei Monate erlebt haben. Die Go 2 war eine vielseitige Kamera, mit der man kreative Aufnahmen machen konnte, die man sehr vielseitig einsetzen konnte, aber trotzdem war es schwierig, die Kamera einzuordnen. Sie war keine richtige Actioncam, auch wenn man sie als solche benutzen konnte, und sie hatte einige Einschränkungen und Nachteile. Und da setzt jetzt die Go 3 an. Sie versucht, die Vorteile der Go 2 mit den Vorteilen einer klassischen Actioncam zu verbinden. Ihr seht, sie kommt auch im klassischen Actioncam-Format. Hallo Ruby. Ruby findet die Kamera übrigens auch toll und sie bessert einige der Schwachstellen der Go 2 aus. Einige der Clips werden wir direkt mit der Go 3 aufnehmen, damit ihr gleich ein realistisches Bild der Kamera habt. Kommen wir gleich zu den Neuerungen. Im Vergleich zu Go 2 wirkt die Go 3 um einiges hochwertiger. Das beginnt beim Apple-ähnlichen Unboxing und setzt sich dann durchwegs fort. Alles hat eine hochwertige Materialanmutung und ist wirklich gut verarbeitet. Wie bei der Go 2 gibt es auch bei der Go 3 zwei Teile. Die eigentliche Kamera, die weiterhin sehr klein ausfällt, und dann das ActionPod genannte Gehäuse, das aber um einiges nützlicher ausfällt als bei der Go 2. Die Kamera an sich wiegt übrigens 35 Gramm, also quasi nichts, und der ActionPod kommt auf knappe 100 Gramm. Der sogenannte ActionPod, also das Gehäuse der Kamera, hat mehrere Funktionen. Zum einen bietet es das Display der Kamera. Ein großes Touch-Display, mit dem ihr vorab seht, was ihr aufnehmen werdet, ein großer Vorteil gegenüber der Go 2, wo das nicht der Fall war. Mit dem Touch-Display könnt ihr außerdem Einstellungen direkt an der Kamera vornehmen und seid nicht mehr so sehr auf die App angewiesen wie noch bei der Go 2. Das Display lässt sich nun aber außerdem nach vorne klappen und damit wird die Kamera zur Vlogging-Cam. Ihr könnt euch selbst betrachten. Der Bildwinkel ist übrigens ziemlich weit. Das heißt, auch wenn ihr vloggt, seht ihr sehr viel vom Hintergrund. Und damit ist die Kamera als Vlogging-Cam ziemlich gut geeignet. Den Bildwinkel könnt ihr in den Einstellungen übrigens reduzieren, aber ich mache das lieber nachträglich im Schnittprogramm. Der ActionPod dient außerdem als Ladestation für die eigentliche Kamera, denn diese könnt ihr aus dem ActionPod entfernen, wofür ihr sie mit einem Knopf an der Seite entriegeln müsst. Unabsichtlich kann das also nicht passieren und ein Magnet unterstützt zusätzlich beim Wiederverriegeln. Wenn die Kamera leer ist, setzt ihr sie einfach in den ActionPod ein und sie wird automatisch durch diesen wieder geladen. Auf der rechten Seite des ActionPods befindet sich der Power-Button und ein Quick-Button. Auf der Oberseite habt ihr den Auslöser, der außerdem für die Quick-Capture-Funktion verwendet werden kann, also die Aufnahme direkt zu starten, wenn die Kamera ausgeschalten ist. Auf der linken Seite der Kamera schließlich findet ihr einen USB-C-Anschluss für das Aufladen der Kamera und die Datenübertragung. Die Laufzeit beträgt mit einer Ladung 45 Minuten mit der Kamera alleine oder 170 Minuten mit dem ActionPod, allerdings bei abgeschaltetem Screen. Einen Wechselakku gibt es nicht, in 23 Minuten lässt sich die Kamera aber auf 80% aufladen oder in 35 Minuten komplett. Der ActionPod hat eine größere Kapazität und benötigt 47 Minuten auf 80% oder 65 auf 100%. Die Kamera alleine lässt sich nun im Prinzip so verwenden wie auch schon bei der Go 2. Sie ist magnetisch, ihr könnt sie also an allen möglichen metallischen Flächen bequem anheften, um kreative Aufnahmen zu erstellen. Das Tolle ist nun aber, dass der ActionPod nun auch als Fernbedienung mit Display funktioniert. Das heißt, ihr könnt aus der Entfernung Aufnahmen starten und stoppen wie bei der Go 2, aber seht nun auch gleich, was ihr aufnehmen werdet. Beeindruckt hat mich dabei die Robustheit der Implementierung, denn selbst wenn die Kamera alleine bereits in Betrieb ist, könnt ihr nachträglich den ActionPod aus der Entfernung einschalten und er verbindet sich völlig zuverlässig und ohne große Verzögerung mit der Kamera. Die Kamera selbst ist wasserdicht bis 5 Meter, schönen Unterwasseraufnahmen beim Schwimmen oder Schnorcheln steht damit nichts entgegen. Der ActionPod ist allerdings nur spritzwassergeschützt, da müsst ihr also etwas aufpassen. Es gibt Versionen mit 32 GB, 64
und 128 GB Speicher. Wir haben die mit 64 GB und finden, das reicht völlig aus. SD-Karten werden nicht unterstützt. Von unserer DJI Action 3 kennen wir den tollen Magnetverschluss, der um einiges praktischer ist als ein klassischer GoPro-Mount. Die Insta360 Go 3 hat sich hier inspirieren lassen und liefert ebenfalls einen magnetischen Mount, der die Kamera mit einem sehr angenehmen Klick fixiert. Der Verschluss verlässt sich nicht ausschließlich auf den Magneten, um die Kamera zu entnehmen, müsst ihr sie physisch entriegeln. Das Tolle daran, beide Teile, also ActionPod und Kamera alleine, weisen denselben Mount auf und passen auf den Pivot-Stand. Das wirkt einfach angenehm durchdacht. Kommen wir zu den Aufnahmemodi. Die Kamera nimmt in 2,7K und 30 Bildern pro Sekunde auf und bietet die diversen Aufnahmemodi, die man von Actioncams gewohnt ist. Zusätzlich zum normalen Video kann man Fotos aufnehmen, verschiedene Zeitrafferaufnahmen erstellen und auch Instagram-tauglich im Hochformat aufnehmen. Eine positive Überraschung ist, dass die Kamera die Stabilisierung nun in der Kamera vornimmt und damit die Dateien sofort verwendet werden können, ohne sie in der Insta360-App exportieren zu müssen. Stabilisierungstest Go 3 gegen Action 3 beim normalen Gehen. So, jetzt nochmal der Stabilitätsvergleich Go 3 gegen Action 3, diesmal aber im Laufschritt. Na, wie ist das? Welche der Kameras stabilisiert besser? Zusätzlich gibt es noch den sogenannten Freeframe-Mode, wo die gesamte Sensorinformation direkt gespeichert wird. Damit habt ihr in der Nachbearbeitung erweiterte Möglichkeiten. Ihr könnt euch zum Beispiel nachträglich für Hochformat oder Querformat entscheiden, ihr bekommt 50 Frames anstatt 30 und ihr könnt Horizon Leveling nutzen. Damit könnt ihr die Kamera halten, wie ihr wollt, der Horizont bleibt immer gerade. Dafür müsst ihr allerdings wieder den zusätzlichen Schritt über die Nachbearbeitung in App oder dem Insta360 Studio am Computer gehen. Wir machen einen kleinen Extremtest zum Thema Horizon Leveling. Na dann schauen wir mal, ob das was wird. Wie ihr seht, selbst das funktioniert ganz gut. Der Horizont bleibt stabil. Weil ich die Kamera aber nicht genau in der Drehachse positionieren konnte, wird sie natürlich nach oben und unten ordentlich durchgeschüttelt. Allerdings diese Ducktape-Befestigung ist nicht von Insta360 freigegeben. Einer unserer größten Kritikpunkte der früheren Insta360-Kameras war die Notwendigkeit, jede Datei durch die App jagen zu müssen. Denn bei der Anzahl an Clips, die wir verwenden, ist das einfach ein riesen Arbeitsaufwand. Und wir sind sehr froh, berichten zu können, dass dieser Kritikpunkt nun einfach wegfällt. Jedenfalls zu 90%. Die Datenübertragung per Kabel funktioniert nämlich viel stabiler als bei der Go 2, das heißt, aufgenommene Clips kann man einfach auf den Rechner schieben und dort weiterverarbeiten. Endlich haben sie dann auch den Aufnahmezeitpunkt in den Metadaten stehen, sodass man kein komplettes Chaos im Schnittprogramm hat. Natürlich kann man aber die Smartphone-App oder das Insta360 Studio weiterhin verwenden, wenn man das möchte. Die einzige Ausnahme ist, wie schon besprochen, der Freeframe-Modus, wo weiterhin eine Nachbearbeitung notwendig ist. Das aber aus nachvollziehbaren Gründen. Weniger nachvollziehbar ist hingegen, warum dann sofort wieder die Metadaten flöten gehen und man wieder Chaos im Schnittprogramm hat. Die Bildqualität ist bei gutem Licht sehr ordentlich und wie von Actioncams gewohnt. 4K-Aufnahmen werden von der Go 3 zwar nicht unterstützt, aber die 2,7K genügen für die meisten Zwecke. Schwächen tun sich erwartungsgemäß bei schlechtem Licht auf. Auch hier wieder wie generell von Actioncams gewohnt, denn Wunder können die kleinen Sensoren nicht leisten und auch die Go 3 kann nicht zaubern. Dennoch ist die Performance ganz ordentlich und man kann so immerhin seine Reiseerlebnisse dokumentieren, solange ein Minimum an Restlicht vorhanden ist. Wenn die Go 3 eine Vlogging-Cam sein soll, dann ist natürlich auch die Tonqualität wichtig. Die Go 3 kommt dafür mit zwei Mikrofonen und wenn man in einer relativ ruhigen Umgebung aufnimmt, ist die Tonqualität erstaunlich gut. Das jetzt am besten nicht nachmachen, vloggen am Selfie-Stick,
sollte man beim Radfahren natürlich vermeiden, aber ich bin hier am Radweg und in der Mittagshitze ist auch nichts los. Wie der Ton ist, müsst ihr beurteilen. Es gibt jetzt schon Windgeräusche. Versteht ihr mich noch? Für uns natürlich auch immer spannend ist, wie gut funktioniert das Aufnehmen vom Kips während der Fahrt in einem nicht so leisen Camper. Ihr dürft selbst beurteilen, funktioniert das, versteht ihr mich oder nicht. In ruhiger Umgebung ist die Soundqualität völlig okay und man kann die Kamera gut als Vlogging-Cam verwenden. Gibt es aber Windgeräusche und Hintergrundgeräusche, dann wird es schwierig bis hin zu unverständlich. Ein kurzer Stopp hier am Leider werden externe Mikros am USB-C-Anschluss nicht unterstützt. Wir haben es mit unserem DJI-Mic getestet und dann nachgelesen, dass das generell nicht vorgesehen ist. Da wurde eine Chance verpasst. Dennoch ist die Go 3 wieder eine kreative, vielseitige, flexible Kamera und ein tolles Werkzeug für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Fahrradfahren. Auch als Vlogging-Cam ist sie durchaus passabel, solange man nicht unbedingt bei Wind und vielen Hintergrundgeräuschen aufnehmen möchte. Noch ein paar Worte zum Zubehör mit in der Box. Der Go 3 ist ein Pivot-Stand, ein Magnetic Pendant, ein Clip für Kappen und ein wiederverwendbarer Sticky Mount. Das Magnetic Pendant ist ein magnetischer Anhänger, den man um den Hals trägt und daran die Go 3 befestigen kann. Davon habe ich schon bei der Vorstellung der Go 2 geschwärmt und das Magnetic Pendant der Go 3 wurde verbessert. Ihr könnt jetzt die Schnur im Pendant verstecken. Außerdem hat das Magnetic Pendant jetzt einen Keil, damit ihr den Aufnahmewinkel variieren könnt. Das ist zum Beispiel am Fahrrad sehr praktisch, wo ihr durch die vorgebeugte Haltung sonst oft nur den Boden filmt. Durch diesen Keil könnt ihr die Kamera dann etwas weiter nach oben blicken lassen. Weiteres sinnvolles Zubehör könnt ihr separat kaufen, zum Beispiel einen Selfie-Stick, falls ihr noch keinen habt. Es gibt ein Dive Case, Lens Guards, Monkey Tail Mounts, Screen Protektoren, ND-Filter, sogar einen Fetch Stick für Hundebesitzer, sodass ihr die Kamera mit dem Stöckchen werfen könnt und euer Hund euch diese wiederbringt. Das sorgt für sehr amüsante Aufnahmen. Zum Schluss wollen wir noch einige kleine Nachteile erwähnen, die sonst keinen Platz hatten, um euch ein komplettes Bild der Kamera zu bieten. Eine Enttäuschung für uns war, dass unser Zubehör der Go 2 nicht mehr passte. Auch wenn die Kameras ähnlich aussehen, der Formfaktor hat sich geringfügig verändert und es passen weder Dive Case noch Lens Guards. Also ein einfaches Upgrade unter Weiterverwendung des bestehenden Zubehörs ist leider nicht möglich. Außerdem scheint sich die Kamera relativ schnell selbst zu entladen. Bei uns lag sie mal 2 Wochen herum. Danach war sie komplett leer, was an sich kein Beinbruch wäre. Allerdings wussten wir nicht, dass wir danach wieder per App die Zeit synchronisieren hätten müssen, denn danach hatten wir hunderte Clips ohne vernünftiges Aufnahmedatum in den Metadaten. Wenn man das einmal weiß, kann man es berücksichtigen, denn leider kann die Kamera offensichtlich Zeit und Datum nicht speichern, wenn der Akku leer ist. Das alles ist aber Jammern auf hohem Niveau. Schon lange hat keine Kamera so viele Haben-Will-Gefühle bei uns ausgelöst wie die Go 3 und hätten wir sie nicht schon, müssten wir sie jetzt sofort bestellen. Denn sie macht wirklich Spaß, kann standalone bedient werden, ohne ständig auf die App zurückgreifen zu müssen und viele der früheren Fehler der Go 2 wurden hier ausgebessert. Und damit wurde auch die Hemmschwelle eliminiert, die dazu führte, dass wir zum Beispiel die Go 2 selten einsetzten, weil wir immer etwas scheu hatten, danach wieder so viel Nachbearbeitung Aufwand zu haben. Nun kann man die Dateien direkt verwenden, die Metadaten passen und die Aufnahmen werden bereits in der Kamera stabilisiert. Für einen etwaigen Nachfolger, der vielleicht Go 4 heißen könnte, bleiben fast keine Wünsche offen. Eigentlich kann es jetzt nur noch in Richtung Bildqualitätsverbesserung gehen. Aber das ist halt auch nicht so einfach, denn bessere Bildqualität bedeutet nun wohl einen größeren Sensor und größere Sensoren sind schwieriger zu stabilisieren, brauchen dann wieder mehr Rechenpower, was dann wiederum Auswirkungen auf Wärmeentwicklung und Batterielaufzeit haben könnte und natürlich auch eine Sache des Platzes in so einer kleinen Kamera ist. Nächster Versuch. In den Videos der nächsten Wochen werdet ihr die Go 3 vielfach im Echteinsatz sehen bzw. deren Output und könnt dann selbst beurteilen, ob sie auch für euch das Richtige sein könnte. Ja, wir hoffen, unsere Vorstellung der Go 3 war interessant und für dich vielleicht nützlich. Vielleicht war die eine oder andere Anregung für dich dabei, wie du diese Kamera einsetzen könntest. Bezugsquellen für die Kamera und für alles Zubehör, wie immer in der Videobeschreibung und wir sehen uns im nächsten Reisevideo schon heute an diesem Double Feature Sonntag. Einstweilen, alles Gute und bis dann. Ciao. Einstellungen direkt. Ich sitze hier, schwitze wie blöd und dann fangen noch die Krähen zum Kreischen an.